Herzlichen Glückwunsch, Sie nehmen sich Zeit für dich. Unsere heutige Yoga-Einheit Yoga für Liebe und Leichtigkeit. Wir beginnen in der stehenden Haltung Tadasana, die Füße ganz bewusst geerdet, verwurzelt, langgestreckte Zehen, Steißbein einlöffeln, Bauchnabel nach innen hoch. Krone zum Himmel, Schultern tief in die Tiefe, ruhige Atmung. Verbinden Sie sich mit hier und jetzt. Unsere heutige Praxis richtet sich auf die Leichtigkeit. Auch wenn man ein Gefühl von Leichtigkeit in seinem Körper wünscht und vielleicht sogar ein paar Pfunde verlieren möchte, dann ist dies genau das Richtige für Sie. Aber auch die Leichtigkeit im Rahmen der Liebe, ein Gefühl von Fülle. Unser heutiges Mantra: Liebe und Leichtigkeit sind in mir. Unser Sanskrit-Mantra: Vam. Wir alle suchen nach Liebe, und wenn wir sie erhalten, spüren und weitergeben, so erblühen wir regelrecht, nicht nur körperlich, sondern auch emotional und auch geistig. Liebe ist ein zentrales Thema, für viele fällt es schwer, dies in ihrem Leben zu integrieren. Und manchmal ist es eher so eine Glückssache, dass man das hat, oder man spricht von Schicksal. Ich lade Sie ein, in eine neue Perspektive hierzu einzutauchen. Aus der Perspektive heraus, dass die Quelle der Liebe in uns allen steckt. Und zwar in unserem Herzen, in unserem Zentrum. Und es ist an uns, dies fließen zu lassen. Und wenn uns dies gelingt, so wird die innere Leere durch das Gefühl von Fülle, und zwar innere Fülle, die wir selbst gefüllt haben. Wir brauchen nicht die Liebe anderer, um dies zu füllen. Und wenn wir diese Fülle in uns spüren, aus dem Wissen heraus, dass es eine unendliche Quelle ist, die niemals leer geht, so werden wir diese Liebe nach außen strahlen in alle Richtungen, und wie ein Magnet wird sie mehrfach zu uns zurückkehren. Und so leben wir Liebe und verbinden sie mit unseren Mitmenschen, mit unserer Gegenwart, mit unserem Alltag. Also Schritt Nummer 1 ist nicht die Liebe zu suchen, sondern sie wirklich zu entdecken im eigenen Herzen. Sie ist da. Liebe ist der Kern unseres Wesens, unserer Natur. Es ist mehr als nur ein Gefühl, sondern es ist unsere Substanz. Und gerade wenn wir sie nicht mehr suchen, so werden wir sie empfangen. Denn wir haben sie in uns und wir leben sie. Und wenn wir sie leben, dann hat sie das Potenzial, alles in uns und um uns herum zu verändern. Liebe und Leichtigkeit ist in mir. Vam. Wir stehen ganz vorne auf der Matte. Die Zehen lang gefächert, Steißbein einlöffeln, Weite im Herzen, Krone, Himmel. Tiefe Atmung. Und mal ganz bewusst diese Vorstellung, eine ganz enge Jeans zuzumachen, um wirklich bewusst unseren Beckenboden, Mula Bandha und Uddiyana Bandha zu spüren. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben, Blickhände. Ausatmen, abtauchen in die Vorbeuge, Uttanasana, die Beine ganz sanft weich werden lassen. Einatmen, Blick nach vorne, ausatmen, rechts, ein großer Schritt zurück, in den Ausfallschritt, in einen Lunge, Stiletto-Fuß. Ausatmen, linkes Bein folgt, Innenbrett, Fallahacke, Bauchnabel nach innen. Und jetzt nun, tief abtauchen in Chaturanga. Ellenbogen ganz eng, Fußrückenboden. Weite im Herzen. Spüren Sie die Kraft im Rücken und tauchen ab. Von den Kobra in den herabschauenden Hund. Tief ein- und ausatmen. Große Zehen in den Boden. Kniescheiben ganz bewusst anheben. Blick zu den Füßen. Tief ein- und ausatmen. Bei der nächsten Einatmung rechts Bein nach vorne zwischen die Hände. Linkes Bein folgt, ausatmen in die Vorbeuge, die Beine weich, einatmen die Arme über die Seite hoch, Blick zu den Händen, ausatmen Samasthitihi, die ausgeglichene Berghaltung, einatmen Tadasana Urdhva Hastasana, Arme hoch, ausatmen in die Vorbeuge, Uttanasana, einatmen Rücken lang, links ein ganz großer Schritt zurück und rechts folgt in das Brett Fadahaka. Bauchnabel nach innen, Ellenbogen eng, Herzraum tief, Hüfte tief, Weite im Herzen, Ellenbogen eng, Blick nach vorne, Weite. Ausatmen, Stilettofüße in den herabschauenden Hund, tief einatmen und beim Ausatmen vielleicht die Beine etwas beugen.
ganz kraftvoll langgestreckte Arme, Hüfte noch weiter nach oben, entweder gestreckt oder gebeugte Beine. Tiefer ein- und ausatmen. Erlauben Sie, dass die Atmung Ihren Stoffwechsel einfach ein bisschen beschleunigt. Einatmen, langer Rücken, links, rechts, zwei große Schritte nach vorne. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, langer Rücken, Blick, Hände hoch. Ausatmen, Samasthiti. Einatmen, hoch. Ausatmen, abtauchen in die Vorbeuge. Einatmen, ganz viel Länge im Rumpf. Rechts ein großer Schritt zurück und linkes Bein folgt. Und um tief in Chaturanga oder Knie, Herz, Kinn tief. Und beim Einatmen in die kleine Kobra oder den heraufschauenden Hund. Ausatmen in den herabschauenden Hund. Tief ein- und ausatmen. Fersen immer tief. Kraftvoll Hände und Füße in den Boden. Einatmen, rechtes Bein nach vorne für einen Ausfallschritt. Ausatmen in die Vorbeuge. Einatmen, die Arme nach oben, Blick, Hände. Ausatmen in die Vorbeuge. Blutfluss aktiviert, Herzschlag aktiv. Und nun beim Ausatmen von der Vorbeuge zurück in das Brett Faller Hacke. Ausatmen, Chaturanga oder Knie, Herz, Kinn tief. Einatmen, entweder Kobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen in den herabschauenden Hund. Tief einatmen, Atemfülle. Ausatmen, Erden. Nun rechts, links, zwei große Schritte vor in den geraden Rücken. Ausatmen in die Vorbeuge. Einatmen, Blick nach oben. Ausatmen, Samasthiti. Einatmen, Utkatasana, der Blitz. Ausatmen in die Vorbeuge. Beine strecken, langen Rücken. Einatmen, gerade Rücken. Zurück in das Brett, Faller Hacker. Ausatmen, Ellenbogen eng. Einatmen, Fußrückenboden, Weite im Herzen. Ausatmen, Boden wegschieben in den herabschauenden Hund. Einatmen, rechtes Bein nach oben. Große Schritte nach vorne, Knie Richtung Stirn. Und wieder nach oben strecken, drei Beine herabschauen. Einatmen, hoch und Stirn. Und einatmen, noch einmal hoch in den drei Beine. Und nochmal ausatmen, Knie, Stirn und nun das Bein absetzen zwischen die Hände. Linke Ferse in den Boden, Fußaußenkante tief in den Krieger 1. Beim Ausatmen öffnen für Krieger 2, wieder Padrasana 2. Einatmen, Reverse Warrior, weit im Herzen. Und beim Ausatmen abtauchen in den herabschauenden Hund. Mal die kleine Walking Dog, mal die rechte Ferse, linke Ferse in den Boden. Einatmen, linkes Bein Himmel. Ausatmen, Stirn, Knie. Einatmen, nochmal hoch. Ausatmen, Stirn, Knie. Einatmen, nochmal ganz viel weiter. Ausatmen, nur nochmal ganz eng. Ein letztes Mal einatmen, hoch. Und ausatmen, wieder eng. Nun Fuß nach vorne zwischen die Hände für Krieger 1. Ferse tief. Arme nach oben, Blick zu den Händen, ausatmen in Krieger 2. Einatmen, Reverse Warrior. Arm nach oben, spüren Sie die Streckung in der Taille. Gerade die Seitneigung sind wundervoll für die Entschlackung, für den Stoffwechsel. Ganz bewusst, ein kleiner Walking Dog, mal rechte und linke Ferse tief. Bei der Einatmung wandern wir nach vorne in den geraden Rücken. Ausatmen in die Vorbeuge, einatmen ganz viel Länge, Blick zu den Händen. Ausatmen, Samasthiti, die ausgeglichene Berghaltung. Einatmen, Arme hoch, Blick, Hände. Ausatmen, abtauchen in die Vorbeuge. Hände tief. Einatmen, ganz viel Länge. Rechts und links in das Brett. Knie, Herz, Kinn oder Chaturanga tief. Einatmen. Kobra oder heraufschauender Hund, Weite im Herzen. Ausatmen in den herabschauenden Hund. Einatmen, rechtes Bein hoch. Großer Schritt mit dem oberen Bein. Wieder nach vorne, zwischen die Hände. Für Krieger 1, wieder Padrasana 1. Einatmen, Arme hoch.
Ausatmen, Krieger 2. Hüfte weit geöffnet, Blick über die rechte Hand. Einatmen in den Reverse Warrior. Tief ein- und ausatmen. Noch mehr weiter in den Flanken. Atmen Sie zwischen die Rippen und drischen die nach oben, wenn es passt. Und nochmal ein- und aus. Und beim Ausatmen rechtes Bein strecken und wir tauchen ab in die Dreieckshaltung. Rechte Hand am Schienbein, am Oberschenkel. Ganz bewusst Kniescheiben aktivieren, Oberschenkel ganz fest aktivieren, in die Knochen hinein schmieden. Tief ein- und ausatmen, ganz bewusst erden. Denken Sie daran, die Atmung und das A und das O von Ihrer gesamten Praxis für die Reinigung, für die Entschlackung, für die Leichtigkeit im Körper. Weite im Herzen für die Liebe. Und nun mal die Hände weg vom Bein, rechtes Bein beugen. Und in den seitlich gestreckten Winken Ellenbogen ablegen, Schultern weit weg von den Ohren. Einatmen, Blick nach oben. Ausatmen, noch mehr Erdung. Ganz tiefe, ruhige Atmung. Und um einatmen, aufrichten, rechtes Bein lang strecken. Beide Fußzehen strahlen nach vorne für eine stehende Rückbeugung. Und abtauchen in Prasarita Padottanasana. Fingerkuppen direkt unter den Schultern, Ellenbogen strahlen nach innen, die Krone des Kopfes strahlt zum Boden, die Fußzehen gefächert. Tief einatmen in den Rippenkäfig, ausatmen, steiß noch weiter hoch. Schieben Sie ganz bewusst die Beine zueinander als Bewegungsidee, um die innere Oberschenkel zu aktivieren. Kraftvoll die Finger seesternförmig in den Boden. Einatmen, die rechte Hand unter die Schulter. Ausatmen, über den langen Rücken in einen Torso-Twist für mehr Schlagstoffentlastung, für eine Toxic-Yoga-Einlage. Die Rotation spüren Sie, Leber und Nieren bekommen jetzt hier eine kleine Kompression. Und nun wechseln. Und die andere Hand tief und hoch in die Rotation Torso-Twist. Und nun die rechte Hand tief und wir falten uns zusammen in die Vorbeuge. Einatmen, die Hände an die Hüfte aufrichten in die Berghaltung. Die Füße nun zusammen, Hände an die Hüfte und wir drehen uns in den Ausfallschritt nach vorne. Beine lang strecken, rechtes Bein vorne, links hinten. Linker Arm nun nach oben zum Himmel und wir falten uns nach vorne und nun den linken Fuß entweder auf eine Flasche oder einen Block oder eben am Schienbein oder am Oberschenkel für eine gedrehte Dreieckshaltung. Ganz bewusst diese Rotation nur aus dem langgestreckten Rücken praktizieren, das ist super wichtig. Einatmen noch mehr Länge und ausatmen noch weiter. Diese Rotation, diese Entschlackung, diese Loslassen, dieses Leichtigkeit. Und nun beim Ausatmen beide Hände zum Boden. Vielleicht möchten Sie so eine kleine Halbmondhaltung machen, aber beide Hände erstmal zum Boden. Linkes Bein ist oben, rechtes Bein unten. Tief ein- und ausatmen. Eine Balancehaltung. Beim Ausatmen nun wieder beide Füße tief. Falten uns nach vorne in eine Vorwärtsbeuge. Körperrückseite entspannt. Einatmen, langer Rücken, Beine beugen. Rechtes Bein, großer Schritt zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, Brett, volle Hacke. Ausatmen, Chaturanga oder Knieherzkinn. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Linkes Bein nun zum Himmel. Hüfte weit öffnen, Schultern parallel. Linkes Bein nach vorne für Krieger 1, einatmen, Arme hoch, ausatmen, für Krieger 2, Hüfte ganz gerade, einatmen, Reverse Warrior, ganz viel Länge in den Flanken. Linkes Bein ist gebeugt und nun das linke Bein strecken für die Dreieckshaltung, Uttita Trikonasana. Kniescheiben aktiviert nach oben, Länge in den Oberschenkeln.
Oberschenkel des vorderen Beins ganz bewusst nach außen, aktiv die Zehen in den Boden, als wären wir hinten an einer Wand angelegt. Blick nach oben. Rechter Arm mal über den Kopf, vielleicht mal beide Hände weg, abgestützt und nun das linke Bein beugen für einen seitlich gestreckten Winkel. Ellenbogen auf die Oberschenkel, Schultern weg von den Ohren, Blick nach oben. Tief ein- und ausatmen. Schultern entspannt, Streckung aus der Taille, einatmen, Fußzehen strahlen nach vorne, Räuberleiter hinter den Rücken, Weite im Herzen, abtauchen in die Vorbeuge, Krone tief, Räuberleiter nach hinten, tiefer ein- und ausatmen, aktiv die Füße in den Boden, beim Ausatmen Nabel nach innen, beim Einatmen den Rippenkäfig noch mehr weiten. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, ihre Verschlüsse verschließen. Und nun wieder langsam über den langen Rücken nach oben und wir drehen uns zur vorderen Seite. Linkes Bein ist vorne, rechts hinten in den Ausfallschritt. Beine lang strecken, einatmen, rechte Hand Himmel. Ausatmen, die rechte Hand über den langgestreckten Rumpf nach vorne in Richtung Boden oder einen Block, eine Flasche. Oder auf dem Schienbein oder am Oberschenkel. Wieder eine schöne Torso-Twist, eine Dreieckshaltung gedreht. Wundervolles Geschenk für den Stoffwechsel. Für ihr Körperzentrum aktivieren. Rotation zur Entschlackung. Und nun beim Ausatmen langsam wieder lösen. Und wenn Sie möchten, eine stehende Spagathaltung, wie so eine modifizierte Halbmondhaltung. Hände sind unten. Rechtes Bein vom Boden weg, Nacken entspannt, Hüfte gerade, ein und aus und beim Ausatmen Fuß absinken lassen, Rumpf hängen lassen, in die Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, Blick nach vorne, lange Rücken, aufrichten, Füße zusammen, die Gruppe. Und nun das linke Bein hochbringen, entweder am Fußgelenk oder am Oberschenkel an der Wade für eine Baumhaltung. Krone strahlt zum Himmel. Und wenn Sie möchten, können Sie sogar noch mal eine Variation für Krieger 3, Bein nach hinten bringen. Wieder Padrasana 3. Lange Hände nach hinten. Eine Linie Fuß, Hüfte, Schulter. Fuß bestimmt die Höhe. Und nun einatmen in die Berghaltung. Nun das rechte Bein für Vrikshasana, die Baumhaltung. Ganz viel Aufrichtung im Rumpf. Fuß verbunden, entweder Wade, Fußgelenk oder Oberschenkel. Knie nach außen, tiefe, ruhige Atmung. Und nun für Krieger 3. Wieder Padrasana 3. Bein nach hinten strecken, die Höhe, so wie es heute passt. Gerade die Balancehaltungen sind schon sehr fortgeschritten. Einfach mal wahrnehmen, wie es passt. Ein- und ausatmen. Ganz gelöst. Einatmen in den Blitz. Utkatasana. Tiefe, ruhige Atmung. Ausatmen in die Vorbeuge. Uttanasana loslassen. Einatmen zurücklaufen in den herabschauenden Hund. Und lösen, ausatmen, einatmen, Brettfalle, Hacke und langsam lösen in die Bauchlage. Fußrücken tief in den Vogel, Hände nach hinten, Füße weg vom Boden. Wir sind jetzt nur noch mit dem Bauchraum am Boden verbunden. Bauchnabel nach innen, Beckenboden aktiv, Doppelkinn, langer Hals. Und nun beim Ausatmen schieben wir den Boden weg, zurück in die Kindshaltung. Und einatmen, auf die Ellenbogen zurück. Und nun Stiletto-Füße, die Beine strecken für einen Ellenbogenbrett. Nabel nach innen, Weite im Herzen, steiß einlöffeln, Krone strahlt nach vorne. Tief ein- und ausatmen. Und noch einmal tief ein- und aus. Und nun beim Ausatmen Knie absetzen. Wir gehen zurück in die Kindshaltung Balasana.
und rollen uns langsam auf in die sitzende Position. Und nun die Hüfte zur linken Seite und die linken Arm weit nach oben in eine Seitneigung. Spüren Sie die Streckung in den Flanken, in den Achseln, in den Armen. Doppelkinn, langer Hals, vielleicht sogar Blick nach oben. Und wir richten uns auf. Rechtes Bein nach vorne strecken, linkes Bein beugen, Fußsohle am Oberschenkel. Und nun eine Seitneigung, rechter Arm nach oben und wir strecken uns zum langgestreckten Bein. Ganz viel Länge beim Einatmen, beim Ausatmen noch tiefer bringen. Und nun beim Ausatmen rotieren wir uns nach vorne in eine Vorbeuge zum rechten langgestreckten Bein, während das linke Bein wie ein halber gebundener Winkel positioniert ist. Atmen Sie in den Rippenkäfig ein und aus, Sitzhöcker gleichmäßig spüren. Kopf gelöst, tiefe Atmung. Ganz bei sich. Einatmen, wieder hochkommen in die sitzende Position. Und jetzt nun das Knie des linken Beines umwandeln, sodass die Ferse neben der Hüfte ist und das Knie nach vorne strahlt wie ein Pfeil zu den Füßen. Wir rollen uns ab auf die Ellenbogen und atmen mal ganz gezielt in den Oberschenkel. Vielleicht auf die Ellenbogen, vielleicht im Sitzen. Und nun kommen wir nach oben in eine kniende Position. Linkes Bein ist unten, rechtes Bein ist oben in ein Lunge. Und nun wieder zurück. Und wieder hinsetzen. Und nun das rechte Bein zur Seite wie eine seitliche Meerjungfrau aus dem Pilates. Und einatmen, rechte Hand nach oben in diese Seitenneigung. Ausatmen, Hände wieder tief. Nun das linke Bein nach vorne, lang strecken, rechte Bein im halben gebundenen Winkel, in eine Seitneigung zum gestreckten Bein, rechter Arm Himmel. Tief ein- und ausatmen und nun bei der nächsten Ausatmung drehen wir uns nach vorne zum langgestreckten Bein, wie in der Vorbeuge, rechts ist noch der gebundene Winkel. Einatmen und nun das Bein zurückdrehen, das rechte Bein mit der Ferse zur Hüfte, Knie strahlt nach vorne und wir lehnen uns zurück auf die Ellenbogen. Steißbein einlöffeln, Becken ganz bewusst so positionieren, dass Sie Länge in den Oberschenkel spüren, Weite im Rücken. Gerade hier jetzt tiefe, ruhige Atmung, um Ihr Herz-Kreislauf-System zu aktivieren, um noch mehr Leichtigkeit in den Körper zu integrieren. Und nun einatmen. Aufrichten und die rechte Fuß nach vorne bringen. Einatmen, aufrichten und ausatmen in die Rückenlage. Fußsohle Boden und wir gehen langsam hoch in die Schulterbrücke. Kopf ist mittig, Arm am Boden lang, Zehen gefächert, tief ein- und ausatmen. Und nun sanft Wirbel für Wirbel abrollen. Mal die Knie nach rechts und nach links. Und jetzt noch einmal zur Mitte und in die Schulterbrücke. Hüfte weit hoch, die Füße schieben den Boden weg. Kopf ist mittig. Tief ein- und ausatmen. Und nun beim Ausatmen wieder langsam lösen. Füße zusammen. Beine hoch. Und nun die Knie mal ganz nah zu Stirn, Schultern vom Boden anheben, Stirn ganz bewusst in Richtung Knie, Bauchnabel nach innen und die Hände rechts und links neben dem Rumpf positionieren. Nun das rechte Bein strecken und der rechte Ellenbogen zum linken Knie, Hände hinter den Kopf. Und beim Ausatmen tauschen, ein und aus. Und jetzt einfach so wie eine Fahrradbewegung immer ein Bein strecken und ein Bein beugen. Und switch, und switch, und switch. Und gerade beim Tauschen immer wieder ausatmen. Leichtes Doppelkinn, langer Hals, immer weiter fortsetzen. Spüren Sie die Kraft in Ihrem Zentrum. Und bei jeder Ausatmung noch mehr Leichtigkeit. Oh, nochmal tief ein, Bauchnabel nach innen, ausatmen, beide Beine beugen. Stirn zu den Knien und
Und da bleiben und nun bei der nächsten Ausatmung ablegen. Und jetzt noch einmal Stirn, Knie hoch. Und jetzt mal ganz flott nochmal so eine Fahrradbewegung. Und schieben, 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 schieben. Und nochmal Kopf zum Knie. Machen Sie sich ganz klein in eine Happy Baby Pose. Mal die Füße fassen. Hüfte entspannt. Und langsam lösen. In Shavasana die Totenstellung. Ganz entspannt. Erinnern Sie sich an Ihr Mantra. Liebe und Leichtigkeit sind in mir. Spüren Sie, wie fühlt sich das an? Liebe und Leichtigkeit. Sanskrit, Vam. Yoga ist ein wundervolles Geschenk, um den Stoffwechsel zu aktivieren, das innere Feuer zu entzünden, um Ziele zu erreichen, aber auch abnehmen. Es ist nicht nur eine körperliche Geschichte, sondern auch geistig, sodass man wirklich geistig fokussiert ist. Und wenn man ein Ziel hat, zum Beispiel, dass man mehr Leichtigkeit im Körper spüren möchte, auch auf der Waage, dass man eben seinen Geist gebündelt hat und ganz strukturiert, auch weiß, was einen gut tut und dies auch in der Tat in sein Leben integriert. Die Yoga-Praxis, die gesunde Ernährung, ein Spaziergang an der frischen Luft, ein Moment der Stille für eine Meditation, alles kleine Oasen und Geschenke, um sich die Zeit für sich zu nehmen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich die Zeit genommen. Noch einmal ganz tief einatmen, Arme über den Kopf lang strecken. Ausatmen in die Seitenlage, ganz gelöst. Die Handfläche mit der Unterlage verbinden. Wir kommen in die sitzende Position, Sukhasana, den Schneidersitz. Einatmen, die Arme hoch. Ausatmen zur Stirn. Vam. Liebe und Leichtigkeit ist in mir. Ein. Atmen Sie ganz gezielt in Ihr Herzraum, dieses Gefühl von Liebe spüren. Die Atemfülle halten, ganz bewusst halten, 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 halten und beim Ausatmen spüren, wie dieses Gefühl der unendlichen Liebe aus Ihrem Herzen in alle Richtungen ausstrahlt, um mit vermehrter Kraft zurückzukehren. Namaste, das Licht in mein Herz, grüßt das Licht in Ihrem Herzen. Ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie sich die Zeit für sich genommen haben.